Alle haben es mitbekommen, viele sind auch selbst betroffen. Gut 750.000 Studierende haben schätzungsweise in der Corona-Krise in Deutschland jetzt schon ihren Job verloren. Die arbeiten ja häufig in Cafés, Bars, in Restaurants oder eben auf Messen. Also all das, was gerade eben nicht stattfinden kann wegen der Corona-Pandemie. Und nachdem wir jetzt den Startups, den Unternehmen, den Künstlern geholfen haben, müssen wir vor allem die Studenten und Azubis in den Blick nehmen. Und genau für diese jungen Menschen brauchen wir jetzt finanzielle Hilfe. Es kommt relativ selten vor, dass PolitikerInnen aus mehreren Parteien an einem Strang ziehen und sich für eine gemeinsame Sache einsetzen. Doch genau das ist jetzt passiert. Die führenden Köpfe der Jugendorganisationen von Union, SPD, FDP und Grüne haben sich gemeinsam von Google Doc geklemmt und einen offenen Brief an Bildungsministerin Anja Karliczek und Finanzminister Olaf Scholz rausgehauen. Das ist relativ erstaunlich, da sich die Jugendverbände inhaltlich oft doch krasser voneinander abgrenzen als die übergeordneten Parteien. Tilman Kuban, Kevin Kühnert, Ria Schröder und Anna Peters haben aber jetzt eine gemeinsame Ansage. Ey, ihr habt mal wieder die jungen Menschen vergessen. Denn die Soforthilfen der Bundesregierung kommen nicht bei Studierenden an, die in der Krise ihren Minijob verloren haben. Und auch vielen Azubis könnte das jetzt schon geringe Gehalt bald gekürzt werden. Aktuell stellt sich die Bildungsministerin Folgendes vor. Wer seinen Job verloren hat und auf die Schnelle nichts Neues findet, soll eine kurzfristige Überbrückungshilfe erhalten. Betroffene sollen möglichst schnell ein zinsloses Darlehen beantragen können. Ihre Idee? Ein Kredit ohne Zinsen, um erstmal weiter die Miete zahlen zu können, den man dann später aber wieder abstottern soll. Im Vergleich dazu, Unternehmen und Selbstständige müssen die Soforthilfen in vielen Fällen nicht zurückzahlen. Come on, Frau Karliczek, das kann als Bildungsministerin nicht Ihr Ernst sein. Darlehen an Studierende zu vergeben, heißt nichts anderes, als dass nach Corona zwei Jobs fällig sind. Einer, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und ein zweiter, um das Darlehen an Ihr Ministerium zurückzuzahlen. Wann genau diese Kredite zurückgezahlt werden müssten, ist derzeit zwar noch unklar. Sollte das noch während des Studiums der Fall sein, wäre das für viele Studierende aber ein großes Problem. Deren Realität sieht oft eher so aus. Wenn ich mich an meine Studentenzeit erinnere, da war eigentlich der Haushalt immer ziemlich auf Kante genäht. Ich habe kein Vermögen, meine Eltern konnten mir nur wenig helfen. Das heißt, von dem Geld, was ich in meinem Nebenjob verdient habe, habe ich halt meine Miete bezahlt oder mein Essen. Warum sollen junge Menschen doppelt so viel nach der Krise arbeiten, um aus dieser unverschuldeten Notsituation rauszukommen? Deswegen fordern wir in unserem offenen Brief die Bildungsministerin Karliczek und den Finanzminister Scholz auf, die BAföG-Höchstsatzleistung an alle Studierende auszuzahlen, die ihren Nebenjob verloren haben. Der BAföG-Höchstsatz liegt aktuell bei knapp über 850 Euro. Außerdem fordern die vier, dass das Gehalt von Azubis ebenfalls auf diesen Betrag angepasst werden soll. Da viele Betriebe in Kurzarbeit gegangen sind, kann Azubis nach einer Schonfrist von 6 Wochen das Gehalt auf 60% runtergekürzt werden. Das wäre für viele bei den eh schon kleinen Ausbildungsgehältern ein harter Schlag. Deswegen schlagen wir vor, dass die BAföG-Mittel, allein im letzten Jahr waren bis zu 900 Millionen nicht abgerufene BAföG-Mittel vorhanden, jetzt genutzt werden, um sie zu unterstützen, damit sie weiterhin die Lehre und die Forschung durchziehen können und ihr Studium beenden können und sie trotzdem dabei vernünftig finanziert sind. Richtig gehört, 900 Millionen Euro sind 2019 nicht abgerufen worden. Das sind circa ein Drittel des zur Verfügung gestellten BAföG-Gesamtbudgets. Wohl auch aus dem Grund, dass die BAföG-Beantragung ein Bürokratiemonster ist. Und auch das muss jetzt anders sein, fordern die UnterzeichnerInnen des Briefes und sagen mit Blick auf die bisherigen unbürokratischen Hilfen aus dem Finanzministerium, mach's noch einmal, Olaf. Bei Wirtschaftsunternehmen hat das sehr gut funktioniert und ich bin davon überzeugt, bei Studierenden ist das auch möglich. Und bevor die Fragen kommen, warum nur 4 Jugendverbände am Start sind, wenn auch Linke und AfD welche haben, mit der jungen Alternative, die der Verfassungsschutz als Prüffall einstuft, schließen alle anderen eine Zusammenarbeit rigoros aus. Mit der Linksjugend Solid, die zumindest von einigen Verfassungsschutzämtern auf Landesebene als linksextremistische Bestrebung angesehen wird, sehen die Junge Union und die jungen Liberalen keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir haben zu dem offenen Brief übrigens selber beim Bildungsministerium angefragt, haben innerhalb von 48 Stunden bis zur Produktion dieses Videos allerdings leider kein Statement zu den Forderungen erhalten. Deshalb hoffen wir, dass Frau Karliczek zumindest unseren Kanal abonniert hat. Damit Leute wie ich zukünftig auch keine offenen Briefe mehr an Sie mit der Jungen Union schreiben müssen. Das macht nämlich wirklich keinen Spaß. Kleines Update, Stand 30.04. Wir haben leider schlechte Nachrichten für die AutorInnen des Briefes. Ministerin Karliczek hat sich heute gegen eine BAföG-Öffnung und für die Kreditlösung entschieden. Studierende können ab Mai einen Kredit von bis zu 650 Euro pro Monat beantragen.
Zusätzlich will der Bund 100 Millionen Euro in die Notfonds der Studierendenwerke einzahlen. Um davon Geld zu erhalten, muss man aber nachweisen können, dass man auf die Hilfe unbedingt angewiesen ist. Wie das funktionieren soll, ist derzeit noch nicht geklärt. Die 100 Millionen sollen übrigens aus den nicht abgerufenen BAföG-Mitteln finanziert werden. Nochmal zur Erinnerung, insgesamt sind 2019 ganze 900 Millionen Euro nicht an Studierende ausgezahlt worden. Die Lösung von Frau Karliczek weicht also krass von dem ab, was im offenen Brief gefordert wurde. Was meint ihr? Ist sie ausreichend oder voll an der Realität vorbei? Und seid auch ihr von den Auswirkungen der Krise betroffen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Damit ihr politisch immer auf dem neuesten Stand seid, direkt hier den Kanal abonnieren. Hier erzählen wir euch, wie in der Corona-Krise unsere Festivals gerettet werden sollen. Und hier findet ihr die täglich wechselnde Funk-Daily-Playlist mit dem Besten aus dem Netzwerk.